Es geht voran auf dem Loreley-Felsen. Nun wurde auch damit begonnen, das Zeltdach über die Stahlkonstruktion der Bühne zu spannen. Ein besonderer Moment für die Verantwortlichen am Mittelrhein. Wir freuen uns sehr darüber und hoffen, dass wir bis zum Saisonstart, der steht ja auch unmittelbar vor der Tür, dass alles hier wesentlich gemacht ist, damit hier die Konzerte beginnen können. Ich drücke alle Daumen, dass das auch wirklich Wirklichkeit wird und ich denke mal, wir sind auf einem guten Weg. Mehrere Tage dauert es, bis das neue Dach der Bühne fertig ist. Am Mittwoch wurde die Zeltmembran auf der eigens dafür vorbereiteten Netzkonstruktion abgelegt. Wie es jetzt weitergeht, erklärt Johannes Meyer von der bayerischen Spezialfirma Temme Obermeier GmbH. Wie Sie sehen, haben wir das hier zentral positioniert. Nach unseren Vorgaben ist das Paket gefaltet. Wir werden es jetzt dann entfalten, zu den Rändern ausziehen und dann an den entlang der Bögen die Membrane spannen. Für uns als Montageteam ist tatsächlich eigentlich der sehr enge Terminplan. Die ganze Vorgeschichte, die es hier gibt, ist ein anderes Thema. Sicherlich alles sehr schwierig. Aber für uns ist die Herausforderung, dass das Ding in 2 Wochen fertig sein muss, dass hier die ersten Veranstaltungen über die Bühne gehen. Die Verantwortlichen sind jedenfalls optimistisch, dass nicht nur das Zeltdach, sondern die gesamte Bühne rechtzeitig zum Saisonstart fertig wird. Allen voran Ulrich Lautenschläger, der Geschäftsführer der Pächterfirma der Bühne. Und er erklärt, warum man sich einen Besuch auf dem Loreley-Felsen auf keinen Fall entgehen lassen sollte. Das Besondere an neuem Bühnendach ist erstmal, dass wir alle Sichtachsen frei haben, speziell hier unten die Steinringe, die ihr hier unterhalb von mir seht. Von überall kann man jetzt wunderbar die Bühne einsehen. Das ist schon mal ein Riesenvorteil. Das nächste ist, dass wir viel mehr Spielfläche haben. Das heißt, die Bühne können wir viel breiter aufbauen, viel tiefer aufbauen. Wir haben einfach, gerade was Wetter betrifft, eine größere Sicherheit, um mal die eine oder andere Case eben auch unterm Dach stehen zu lassen, ohne dass sie stört, beziehungsweise ohne dass sie nass wird. Und was die Akustik betrifft, hoffe ich mal, dass wir noch mehr Vorteile haben werden. Aber das werden wir sehen, wenn dann die Membran drauf ist und beim Rockfels die ersten Bässe und Höhen dröhnen. Den 15. bis 17. Juni sollten sich Loreley-Fans also in den Kalender eintragen, um die neue Freilichtbühne live zu erleben.